Moin und willkommen bei Sprache der Zahlen. Heute will ich euch einige typische Fehler zeigen, die bei der schriftlichen Division häufig auftreten. Dafür nehmen wir mal eine Beispielaufgabe. Wir rechnen 4254 durch 6 und wir rechnen sie erstmal richtig. Das bedeutet, wir überlegen, wie häufig passt die 6 in die 4? Gar nicht. Also überlegen wir, wie häufig passt die 6 in die 42? 7 mal. Denn 7 mal 6 sind 42. Das ziehen wir hier ab, überbleibt eine 0. Dann holen wir die 5 nach unten. 5 durch 6 geht nicht, also ziehen wir eine 0 ab, schreiben hier oben eine 0 hin. 5 minus 0 ist 5. Wir holen die 4 nach unten, 54. Wie häufig passt die 6 in die 54? 9 mal. Denn 9 mal 6 sind 54. Abgezogen ergibt eine 0. Wunderbar, die Rechnung geht auf. Es kommt raus 709. Und bei dieser Aufgabe kann jetzt einiges schiefgehen. Als erstes haben wir die 0 am Ende. Das heißt, wir haben wieder dieselbe Aufgabe, 4254 durch 6. Und der Anfang ist genau gleich. Wie häufig passt die 6 in die 42? 7 mal. Wir ziehen die 42 ab, bleibt eine 0 über. Wir holen die 5 nach unten, können es nicht durch 6 teilen, also rechnen minus 0, schreiben die 0 hier hin. Hier bleibt dann eine 5 über, dann holen wir die 4 nach unten, haben 54. Die 6 passt hier 9 mal rein, das heißt, wir ziehen ja 54 ab und überbleibt eine 0. Und den Fehler, den wir jetzt machen, ist, hier bleibt jetzt eine 0 über, also schreiben wir die 0 am Ende auf. Und haben dann nicht 709, sondern 7090. Kommen wir zum zweiten Beispiel, die 0 am Anfang. Wir haben wieder dieselbe Aufgabe, 4254 durch 6. Und wir überlegen, wie häufig passt die 6 in die 4. Geht nicht, also schreiben hier eine 0 auf. Und wir schreiben jetzt auch hier im Ergebnis eine 0 auf, weil wir eine 0 mal teilen. Und der Rest ist eigentlich wieder genau richtig. 4 minus 0 ist eine 4, wir holen die 2 nach unten, 42, und der Rest ist richtig. So haben wir eigentlich das richtige Ergebnis, 709, allerdings mit der 0 vorneweg. Und wenn eine 0 vor den Zahlen steht, können wir sie immer weglassen. Also sollten wir es auch hier tun. Kommen wir zum nächsten Beispiel, die 0 weglassen. Wir haben wieder dieselbe Aufgabe und wir fangen wieder gleich an. Die 6 passt 7 mal in die 42, denn 7 mal 6 sind 42. Überbleibt eine 0, wir holen die 5 nach unten, wie häufig passt die 6 in die 5? Gar nicht, also 0 mal. Da sie 0 mal reinpasst, 0 kann man weglassen, ist hier der Gedanke, also lassen wir sie hier weg. Dann bleibt eine 5 über, die 4 nach unten und die 6 passt 9 mal in die 54, überbleibt eine 0. Wie bei der Aufgabe davor, die 0 am Anfang können wir weglassen. Bei dieser Aufgabe, die 0 in der Mitte, dürfen wir nicht weglassen. Dann kommen wir zum Fehler verkehrter Teiler. Wir haben wieder dieselbe Aufgabe und wir rechnen jetzt nicht ganz richtig im Kopf. Wir denken jetzt einfach mal, die 6 passt 6 mal in die 42, denn 6 mal 6 sind 36. Das können wir auch abziehen. Überbleibt dann eine 6. Wir haben dann hier die 6, holen die 5 nach unten und überlegen dann, wie häufig passt die 6 in die 65. Ach, das ist ja einfach 10 mal. Denn 10 mal 6 sind 60. Und wir schreiben dann hier eine 10 auf. Großer Fehler. Denn wieder hier, denn abgezogen bleibt eine 5 über. Wir holen die 4 nach unten und die 6 passt wieder 9 mal in die 54. Und so haben wir dann 6109 als Ergebnis, weil wir nicht den richtigen Teiler gewählt haben. Für den nächsten Fehler brauchen wir eine neue Aufgabe. Da haben wir dann 15.200 durch 20. Richtig gerechnet. Die 20 passt keinmal in die 1, keinmal in die 15, aber 7 mal in die 152. Denn 7 mal 20 sind 140. Abgezogen bleibt eine 12 über, 0 nach unten. Die 20 passt 6 mal in die 120. Minus 120 abgezogen, bleibt eine 0 über. Wir holen eine 0 nach unten. Da passt das Ganze 0 mal rein. Das heißt, wir schreiben hier eine 0 auf und haben eine 0 am Ende übrig.
760 ist das richtige Ergebnis. Und bei dieser Aufgabe könnte man jetzt den Fehler machen, die verkehrte Subtraktion zu wählen. Wir haben dann wieder dieselbe Aufgabe und der Anfang ist auch genau richtig. Wir überlegen, wie häufig passt die 20 in die 152? 7 Mal, denn 7 mal 20 sind 140. Aber bei dieser Subtraktion machen wir jetzt einen Fehler. Wir schreiben hier nicht die 12 auf, sondern lassen die 1 weg und nehmen nur hier die 2. Dann holen wir jetzt eine 0 nach unten. Wie häufig passt die 20 in die 20? Einmal. Wunderschön, denn 1 mal 20 sind 20. Abgezogen, bleibt eine 0 über. Wir holen eine 0 nach unten. Die 20 passt dann 0 mal rein. Also minus 0 ergibt 0. Und wir haben unsere Rechnung dann 710, weil wir einen Fehler bei der Subtraktion gemacht haben. Und das sind jetzt einige typische Fehler, die bei der schriftlichen Division immer wieder auftreten. Und wenn euch das Video geholfen hat, dann teilt es mit euren Freunden, denn nur geteiltes Wissen ist nützliches Wissen. Und jetzt seid ihr dran.